Wir erobern den Mars. Wir schlafen in Hotels im Weltall. Wir pendeln in Hyperloops. Das Jahr 2050 klingt spannend und aufregend. Aber was wird aus unserer täglichen Umgebung, unseren Häusern und Wohnungen, unserem Lebensraum? Schließlich halten wir uns schon heute zu 90% in Gebäuden auf. Wie werden sich unsere Gebäude entwickeln? Führt unsere Wegwerfgesellschaft zu geringerer Nachhaltigkeit und somit zu weniger lebenswerter Baukultur? Mit immer weniger Grünflächen? Gebäude werden immer höher und dichter gebaut. Werden unsere Städte verdunkelt und dadurch unsere Zimmer? Wir sind schon heute eine Indoor Generation. Das wird sich auch in der Stadt 2050 kaum ändern. Umso wichtiger, dass wir unseren Lebensraum möglichst attraktiv gestalten. Aber wie? Mit Grünflächen, mit dem Anbau von Lebensmitteln in der Stadt, mit unterirdischen Transportwegen, mit mehr Platz für Menschen, weniger für Autos, mit erneuerbaren Energien, mit aktivem Klimaschutz, mit der Nachbesserung bestehender Gebäude für eine bessere Ökobilanz, mit intelligenter Bauweise für neue Gebäude, die eine längere Lebensdauer haben. Und die Gebäude von innen? Wie können wir Räume und insbesondere unsere eigenen vier Wände lebensfreundlicher gestalten? Mit Dachausbauten, um vorhandene Infrastrukturen für mehr Wohnraum zu nutzen. Mit mehr Tageslicht. Mit Gebäuden, die smart und dynamisch reagieren. Mit mehr Luft zum Atmen und weniger Luft zum Nichtatmen. Wie unsere Städte im Jahr 2050 aussehen werden, liegt ganz besonders an einem Faktor: an uns. Wir haben unsere Kultur selbst in der Hand, auch unsere Baukultur. Deswegen ist es wichtig, dass die zukünftige Stadtplanung und Architektur dazu beitragen, eine bedarfsgerechte Baukultur zu erhalten, Gebäude nachhaltig zu optimieren und unsere Wohngesundheit zu verbessern. Für uns und unsere nachkommenden Generationen.